Hallo Leute, mein Name ist HotzST und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Mal schauen, um was wir uns kümmern müssen. Ich habe so das Gefühl, wenn wir rote Schaltkreise machen wollen, dann brauchen wir mehr grünes Zeug. Ein zweites Band. Und das. Okay, 10.000 rote. Also, das erste, was wir hier mal machen, ist schnellere Maschinen. Aber es mangelt uns an Eisen. Und unsere Taschen sind voll von Kohle. Die ich nicht wirklich in der Tasche brauche. Forschung. Lass uns damit weitermachen. Wie sieht's denn hier unten aus? Knapp. Ich brauche, glaube ich, Öfen. Habe ich hier ein paar? Wunderbar. Und dann können wir nämlich beginnen, hier auf der anderen Seite des Kohleförderbands auch noch ein paar Heizkessel zu platzieren. Wenn wir dann so weit kommen mit der Forschung. Hier haben wir ein paar Massen zu viel. Sehr schön. Wenn wir hier weiter expandieren, kommen uns die Klippen hier in die Quere. Gegen Klippen können wir was machen mit Sprengstoff. Und dann Klippensprengstoff.
Aber dazu brauchen wir ein bisschen ein Setup. Nicht viel. Mal hier. Denn ich brauche Wasser. Dann brauchen wir könnte es auch hier machen. Da geht das Wasser rein. Ich brauche Schwefel. Was noch? Kohle. So, und das machen wir dann in einer normalen Fabrik. Die muss nicht super schnell sein. Und das, was wir hier noch brauchen, die Fässer und die Granaten, die liefern wir von Hand zu. Granaten sollte ich ja da irgendwo noch auf Vorrat haben. Wollte mal ausprobieren, wie gut die Gegner Aliens sind und bin zum Schluss gekommen, nicht so erfolgreich, wie ich mir das gerne wünschen würde. Machen wir doch hier die nächsten Greifer. Stack Insorter. So. Die und dann können wir in der Zwischenzeit hier auf der gegenüberliegenden Seite anbauen. Rohre. Natürlich wieder keine Greifer, weil kein Eisen. Und obwohl wir da oben ja eine automatisierte Produktion für Greifer haben, glaube ich nicht, dass ich da schon irgendwas in der Kiste finde, weil zu wenig Eisen. Effektiv zu wenig.
von denen. Okay, dann lass uns die Runde hier fertig machen. Die Büchsen. Sehr schön. Und dann können wir uns ja mal um den Strom kümmern. Jetzt, wo ich hoffentlich alles dabei habe. Oh, hier geht's nicht durch. Außenrum. Dann laden wir hier mal ein. Und ich habe ja noch ein bisschen Kohle in der Tasche. Wasser brauchen wir noch. Okay, das sieht doch schon etwas besser aus. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich kann 6 auf jeder Seite und das frisst ein ganzes gelbes Band leer. Hoffentlich ist noch ein Weilchen, bis wir an den Punkt kommen, wo wir dann effektiv mehr Energie brauchen. So, wie sieht's aus? Hübsch. Wir brauchen hier nicht unendlich viel. Was wir vielleicht irgendwann mal brauchen werden. Ja. Schauen wir uns mal die blauen Fläschchen an. Ist normaler Sprengstoff. Wie sieht es denn so mit der Verschmutzung aus? Ja, keine Nester drin. Okay, das ging schnell. Hier kommt dann schon bald die blaue Forschung. Dafür brauchen wir die roten Chipse. Ja. Dann kopieren wir das doch mal hier rüber. Einmal. Schauen, dass wir auch überall den Strom dazu haben. Woran fehlt es denn? Weder Kupfer noch Holz. Doch keine Maschinen mehr. Weil Stahl. Okay. Dann gehen wir mal holzen.
Dann Kupfer und Stahl. Wo war ich doch gleich? Die sind uns ausgegangen. Die ebenfalls. Hiervon brauche ich auch ein paar mehr. Gut. Das heißt, wir haben jetzt verdoppelt. Fehlklick. Nachtsichtgerät. Und geht das hier rüber. Und dann alles von dieser Seite bekommen wir hier rein. Wobei, ich brauche ja zwei Bänder. Heißt, aber auch hier das wird unser zweites Band. Das geht heute aber flott. Okay, das sind auch kleine Forschungen. Okay. Dann machen wir einfach mal hier weiter. Gut. So. Das sind die zwei grünen Bänder und dann brauche ich auch noch zwei Bänder Plastik. Und wenn wir bis hierhin einfach mit Rot rausfahren, dann können wir das auf zwei Gelbe verteilen. Zumindest fürs Erste. Gut.
Dann wird auch hier eine neue Leitung hoch. Mindestens soweit wir Massen haben. Das gibt uns hier den Platz, den ich für den Bus brauche. Auch nicht mehr benötigt. Sehr schön. Dann können wir hier auf dieser Seite ein bisschen knapp. Machen wir hier. Wie sieht denn das Rezept aus? Wir brauchen doppelt so viel, also wir brauchen 4 Kupferkabel und je 2 rote und 2 grüne Schaltkreise und 2 Kunststoffstangen. Und das Ganze braucht 6 Sekunden. Kupfer stellen wir in 5 hier. Das heißt, wenn wir hier Kupfer haben, dann müsste das eigentlich so funktionieren. Und dann sich einfach noch schauen. Ein geteiltes Band für die Grünen und für Kunststoff. Okay. Und irgendwie müssen wir auch noch das Kupfer hier reinbringen. Gut, das sollte machbar sein, aber erst in der nächsten Episode. Also bis dann. Tschüss.